Recht herzlich willkommen zur 194. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, schauen wir gerade mal hier rein. Wir hatten letztes Mal unseren, wie hieß der noch? Keine Ahnung. Irgendwas mit A. Uncharts. Oder ähnlich. Uncharts, ja genau. Da sind wir unterwegs hin. Wir hatten noch geschaut, das ist, glaube ich, dass die wiederkommen. Das dauert, das haben wir letztes Mal gar nicht geguckt, noch 8 Tage. 5 Tage dauerte der Luna und der Wiederkehr hier oben. Ne, 4 Tage waren das, genau. Also haben wir noch ein bisschen Zeit, Uncharts Wrack zu machen. Sind wir denn Rescue Corps? Ja, ich gehe von aus, dass das Richtige dann ist. Gehen wir mal gerade rein. Und ja, da sind wir. Gucken wir mal gerade hier rein. Müssten ja jetzt passend zu Uncharts Wrack sein. Das passt auch. Genau so ist es. Also, das können wir ausmachen. Uncharts Wrack, ist es das hier? Nee. Wo ist das Wrack? Das sind wir. Warte. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Ne, Ziel entfernen ist ja falsch. In Ordnung, Ziel entfernen, ne. Jo gut, dann müssten wir mal schauen, dass wir bis hierhin vorfliegen. Ja, bis dahin vorfliegen. Definitiv. Da richten wir mal Retro aus. Und dann sollten wir da drüben das mal ein bisschen reinholen, ne? So. Sup. Und jetzt weiß ich nicht, wo er da ist. Auf jeden Fall können wir das mal so lassen. Weil jetzt müssen wir erstmal gucken, wann wir ihn schneiden, ne? Also wir sind da und er war das oder das da. Das ist er. Ziel entfernen. Ziel setzen. Okay. Wir haben keinen Schnittpunkt, deswegen funktioniert das ja nicht, ne? Jetzt müssen wir nur gucken. 1080 ist hier. 113, 1080, 108. 113, jetzt eiern wir gerade so ein bisschen so rum. So, wir sind innen, haben den längeren Weg und er ist... Nee, wir sind außen und haben den längeren Weg, er ist innen. Das würde bedeuten, dass wir da mal jetzt die Zeit ein klein bisschen vorspulen sollten. Und gucken. Das war ja doch jetzt hier, naja. Wie die Entfernung so ist. Kürzt sich, alles klar. Ja, die überholen uns jetzt alle in der Mitte. Und wir müssen gucken, dass wir da nicht nachher... Das ist Anna. Ja. Vielleicht hätten wir doch den Bogen erst noch draußen gelassen, aber jetzt ist es auch zu spät, ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, auf der nächsten Hälfte müssen wir schon überlegen, ob wir da nicht brennen. Dass er uns nicht nachher überholt, ne? Machen wir mal hier kleiner dann, ne? Mal ein bisschen schneller. Und da machen wir mal wieder langsamer. Retro ist noch ausgerichtet und wir brennen mal gerade.
Hier was rein. Das ist jetzt seine Apoapsis, glaube ich, ne? Oder Periapsis, ne? Körben Periapsis. Retro haben wir. So. Jetzt haben wir hier einen Schnittpunkt. Und ich denke mal, wir fliegen jetzt noch eine Runde weiter. Wir sind jetzt das und er ist noch da. Okay. Ja, da sehen wir gleich, dass sich was ändern wird wieder. So, jetzt wird die Distanz kürzer da. Jetzt holt er wieder auf. 280. Okay, das ist noch einiges. Das geht hier in Stunden, ne? Okay. Nur aufpassen, dass sie die andere Zeit nicht verpassen, ne? Ach so, warte mal, stopp. 117.000. Ich denke schon, dass wir noch eine Runde fliegen können. Da müssen wir gucken. Ja, das müsste klappen. Sieht relativ gut aus, dann würde ich jetzt mal sagen, ne? Oder? Oh ne, er fliegt vorbei, wir sind schon so weit, schade. Kriegen wir aber hin, denke ich. Fliegen wir mal ein Stück weiter. Also wir sind jetzt leider hinten. Stopp. Und jetzt müssen wir da hinten gucken, dass wir da drüben nochmal. Wo war das jetzt? Wo ist er? Hier mal kleiner machen. Retro haben wir noch. So, lassen wir es mal. Jetzt sind wir, kreuzen wir da, sind hier kurz drunter. Ich glaube, das ist aber zu wenig, oder? Also auf diesem Stück holen wir ja dann auf. Ich glaube, so viel wie jetzt brauchen wir schon. Gut, lass mal fliegen. '88, '89. Jetzt kommt da der Wechsel. Jetzt wird es wieder kürzer. Aber ich glaube, wir müssen mehr. Na, lass mal nochmal eine Runde fliegen. Weil hier wird es wieder größer, ne? Ne, es wird noch kleiner. Wir sind noch unter. Nee, wird doch größer, oder vertue ich mich jetzt? Nee, wird wieder größer. Okay. Dann lass das hier nochmal. Wir müssen weiter rein. Also nochmal hier ein bisschen mehr brennen. So. Wo ist er jetzt da? Und wir sind da. Gut, dann weiter. Zurzeit wird der Abstand wieder sehr viel größer.
Wollte jetzt aber wieder verringern. Tut's auch. Und mal weiter. Ich glaube, wir holen da drüben noch mal rein. So. Lass mal weiterlaufen. Ist jetzt ein Stück wieder größer. Ja, schon bei 90, das ist verdammt viel, ne? Jetzt wird es ja wieder kleiner. Stopp mal hier. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen rein, noch den reinholen. Aber nicht wieder größer werden, das bringt mir nichts. Hier sind wir jetzt nah dran, in Anführungsstrichen. Und weiter fliegen. So, 67, 64, 63, 62, 50. Ist die Frage, wie viel wir in einer Runde ändern, aber ich glaube, da können wir definitiv noch eine Runde fliegen, ne? Ich glaube, das sehen wir, wenn wir an dieser Marke vorbei sind. Okay, dann nähern wir uns dann da ziemlich nah an, oder wie? Machen wir eine Runde. Was ist das denn für eine Markierung dann hier? Schnittpunkt 1. 6,9 Kilometer. Da kann man doch schon mal mitleben. Das ist doch schon mal ein guter Wert, oder? Aber wir sind jetzt hier an dieser Marke. Wenn ich jetzt hier noch ein bisschen beschleunige. Mehr geht nicht. Das sind 2 Kilometer. Können wir aber super mit leben. Erstmal fliegen wir noch eine Runde weiter. Also nicht eine Runde, sondern nur bis dahin ungefähr. Und 2 Kilometer ist ja schon mal top. So, da kommen wir nämlich wieder ran. Noch ein bisschen näher. So, stoppen wir hier mal. Sind wir bei 2500 Meter. Das ist schon mal ein cooler Wert. Aber bevor wir da weitermachen, denke ich, machen wir hier erst eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr noch nicht ein Abo habt, dass ihr das macht. Und einen Daumen hoch würde ich mich auch drüber freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.